Ja, bei Mass Effect Legendary Edition im zweiten Teil von Mass Effect. Wir machen genau an der Stelle weiter, bei der ich beim letzten Mal aufgehört habe. Mal schauen, wo es uns hinbringt. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten in die Richtung. Ja, heute ist nicht ganz so warm. Das heißt, die Balkontür ist zu, die PlayStation macht nicht so viel Lärm. Gibt also wesentlich weniger Hintergrundgeräusche. Wobei, hier ist blind. Hier durch? Nee. Zum Shuttle? Okay. Damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. So, es soll jetzt zum Vulkan gehen und das andere Ding habe ich schon wieder vergessen. Jetzt mal. Okay, also das ist was anderes wie das Gefährt aus Teil 1 auf jeden Fall. Wir fliegen also. Okay. Wie hoch kann ich denn? Oh, doch ein gutes Stück. Kann ich da runter oder muss ich da hinten vorbei? Also ist auf jeden Fall schön gemacht. Dem spricht nichts gegen. Genau, Wasserfall. Bestimmt, also hier kann ich jetzt so nicht wirklich aussteigen. Ich wollte eigentlich nur sagen, was das ist. Kann ich da rüberfahren? Hm. Nicht drauf schießen? Okay. Was? Wie so ein Power-Up. Dann schauen wir uns mal die Vulkanstation an. So, geht gleich weiter. Wen nehme ich ihn mit? Eigentlich könnte ich bei meiner Mannschaft bleiben, oder? Gutes Team, aber ich muss mal ein bisschen wechseln. Die hatte ich noch gar nicht mit Kasumi. Oder? Da, naja, außer auf ihrer Mission natürlich, ist klar. Naja. Sind ja böse Viecher. Also ich muss sagen, der hat mir das mit dem. Ich empfehle äußerste Vorsicht. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Kurz nach dem
Also das Fahrzeug auf dem Ebene hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Kann ich da hoch was nehmen? Okay. Okay. Scannergebiet. Analyse. Ventilationsstationen ermöglichen ausreichende Geschwindigkeit zur Verbesserung der Schwebefunktion des Fahrzeugs. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verkrafte. Oder was denn dann der richtige Weg ist. Das ist spannend. Kann ich mich hier heilen oder was? Zum Befahren geeignet. Ach, das ist ja wie so ein den Frosch sozusagen. Verdammt. Nun geht es weiter. Ach nee, ich verstehe, das ist so ein Hüpfling. Ah. Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Kernsysteme. Ja. Das ist sehr witzig. Da kommt jemand. Die geben die ekelhafte Geräusche von sich. Tot? Log des Technikers. Wir haben eine enorme Spitze beim Energieverbrauch registriert. Meine Techniker haben als Ursache das VI-Experiment ermittelt, das in der Atlas-Station durchgeführt wird. Wir versuchen gerade, Kontakt aufzunehmen. Na dann. Okay. Sehr schön. Populationsaufgleich erfolgreich. Okay, die Richtung.
Echt jetzt? Oh, dann will ich erstmal da hinten die Tür rausprobieren. Na toll. Hätte ich mir sparen können. Ach, hier geht's runter. Hast du die jetzt glatt übersehen? Aber von hier sind wir doch eigentlich gekommen, oder? Ich würde gerne wissen, wofür die Dinger sind. Die haben doch bestimmt einen Zweck. Eigentlich kann ich die ja nicht ausschalten. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Karte? Karte habe ich nicht. Also ich denke schon, dass hier wird hier irgendwie weitergehen, aber... Warnung, es ist in Kontakt mit geschmolzener Lava zu vermeiden. Ach nee. Wird's bald. Verdammt! Okay. Ich glaube. Verdammt! Mann, Mann, Mann. Die ballern da auch ganz schön drauf. Und ich habe nur die eine doofe Wahl, ich will eine andere. Oh ne, den ganzen Kram hier nochmal machen.
So, dann versuchen wir mal diesmal ein bisschen besser darüber zu kommen. Aber ich habe jetzt eine Idee, wofür das Ding da tatsächlich ist. So nicht. Okay, so kann ich auf jeden Fall reparieren. Ach, scheiße, kann ich mal speichern hier. Verdammt! Sagt mir der Steuerung von dem Ding nicht so klar. Hier kann ich aber, also ich kann gar nicht speichern. Also das Ding hier hat bestimmt noch irgendeinen Sinn, aber ich weiß nicht, welchen. Problem ist, von hier aus sind die noch nicht aktiv. Ansonsten sehe ich da aber eigentlich auch nichts. Wieder so ein Ding. Aber hier passiert gar nichts. So, wenigstens mal einer kaputt. Ich
Also einer ist ja nicht so schlimm von denen. Aber zwei schon eher, wobei ich jetzt immer noch nicht weiß, was ich hier eigentlich soll. Beziehungsweise warum ich überhaupt in die Richtung bin. Ja, bitte, warum bin ich hier hoch? Bin ich jetzt für den Speicher nehmen, natürlich nicht. Ja, also dahin geht's rein, das sehe ich. Und da bin ich gekommen. Aber bin ich nicht eigentlich von da hier rüber? Genau, also von da bin ich auch raus. I don't know. Oh, scheiße. Okay, also bleibt ja eigentlich nur irgendwie der Weg hier rüber. Die Frage, in welche Richtung? Immer noch ein Rätsel, warum ich mich mit denen hier beschäftigen musste. Also ich kann hier nicht weiter in die Richtung. So, und eine Tür, wo es reingeht. Wenn ja, komme ich bis dahin. Okay, hier kann ich zumindest raus. Ich bin gespannt. Puh. Ganz schön heiß da draußen. Ich will jetzt mal kurz in die Richtung gucken. Hm.
das hat schon mal geklappt. Gut, dass ich nochmal hier rüber bin. Ich kann nicht runter. Aber jetzt interessiert mich der explosive Behälter. Das nenne ich mal, wir machen den Weg frei. Mal alle wegbußen können. So nicht, Kumpel. Okay, sehr schön. Echt da hoch? Nö. Sie haben uns gesehen. Haben wir denn die Idee? Läuft. Okay, dann will ich erst in den Raum da hinten. So, der Safe muss dann natürlich sein, den können wir nicht zurücklassen. Da kommt Munition, die ich kann, ne? Nicht so schön.
Okay. Oh, sind die weit auseinander. Mit der Maus geht das natürlich viel schneller am PC. Ist auch nicht der letzte. Echt, der läuft jetzt weg? Wie geil! Das fand ich jetzt irgendwie witzig. Empfangen Sie mich? Kommando Shepard, hier ist Dr. Archer. Bitte antworten Sie. Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende. War jetzt auch ein bisschen brutal. Okay, Mission erfüllt. Deaktivierungsbefehl von der Vulkanstation erfolgreich ausgelöst. Naja, war ganz schön heiß auf jeden Fall. Hot, hot, baby. Oh, das mit dem Roboter war echt geil. Ja, an der Stelle geht's beim nächsten Mal weiter mit der Anfangsstation. Ich freue mich. Aber erstmal gucken, ob hier noch mehr kommt. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben. Genau, das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis dahin. Bye bye.